Chris. Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, wie wir jetzt unschwer erkennen können, haben wir jetzt hier die Kamera, also die Lokführerperspektive eingenommen, was bei der Dampflok natürlich nicht ganz stimmt. Wir sind im Schattenbahnhof Warn und fahren geradeaus mit dem Kamerawagen vorne dran. Und schauen uns mal ein wenig die Strecke an. Das Ganze ist relativ neu. Und ja, das sind so die ersten erfolgreichen Fahrten. Ich habe ja das Ganze in klein getestet, da hat es nicht so funktioniert. Hier gibt es leider noch das Problem, dass die Kamera doch recht gerne auf die Nähe sich fixiert und dann sozusagen die Ferne dann so ein bisschen unscharf bleibt. Und wenn ich dann auf den Bildschirm tippe, wie jetzt zum Beispiel, ja, dann findet sie dann irgendwann in ihrem Modus wieder zurück. Und man sieht es nicht unbedingt immer am Handy, was er da jetzt gerade so treibt. Also so ist eigentlich das, also von meinem Gefühl her, wie wir es sehen wollen, dass wir ein bisschen was von der Strecke sehen und nicht bloß die Schwellen hier vor der Nase. Das alles ist eben, wie gesagt, neu und es erfordert noch ein bisschen Übung, das alles so perfekt dann über die Bühne zu bringen. Ja, zum Hersteller müsste ich ja jetzt Werbung eigentlich einblenden. Zum Hersteller will ich mich jetzt mal nicht äußern. Das könnt ihr gerne in den Kommentaren nachfragen, wenn es uns euch dringend interessiert. Und man sieht die Kamera kurz am Ende des letzten Teils. Ja, jetzt hat sie wieder die Schwellen gefunden. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Das ist eben das Problem, sie ist auch sehr nahe über dem Gleis. Vielleicht muss ich sie mal doch ein bisschen höher anbringen. Dass sie dann wahrscheinlich etwas besser dann die Schärfe einstellt. Ja, wir sind auf freier Strecke. Wir befinden uns kurz vor Obelixweiler. Das war übrigens außerhalb des Fahrplans, das war hier, naja, freies Fahren gab es eigentlich nicht, aber ich glaube so gegen Ende des Fahrplans, wo der letzte Zug durch war, habe ich dann hier schnell noch den Kamerazug über die Strecke geschickt. Ja, wir hatten ja jetzt mit den Kameraaufnahmen auch ich hatte die mal alle zusammengefasst und hatte dann mal ein Livestream draus gemacht. Ja, ich weiß eben nicht, da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das haben wollt, ob ihr das drin haben wollt oder nicht. Also das für mich ist das, für mich bringt es jetzt einfach mehr, wenn ich das jetzt hier in die Videos einbaue und dann eben mal noch ein Video mehr mache. Und wir länger bei dem Thema bleiben. Ich werde das natürlich diese Reihe mit dem Treffen, wo ich immer noch nicht weiß, wie viele Videos es werden, werden wir hinter Obelixweiler durchfahren. Werde ich natürlich dann immer mal unterbrechen, damit es nicht so eintönig wird, aber ich denke mal, die meisten von euch schauen sich solche Fahrvideos an. Also meine Bastelvideos, die wird es natürlich nach wie vor geben, haben bei weitem nicht so viele Zuschauer. Wobei ich jetzt auch keine Statistik habe, wer jetzt von euch hier zufälligerweise reinguckt und wer von den Abonnenten dann sich welches Video anguckt. Das ist habe ich jetzt, also entweder gibt es die Statistik nicht oder ich habe sie noch nicht gefunden. Ja, aber ich werde da jetzt hier erst einmal das zumindest den Draskamuchen und so weiter machen. Hier war ich kurz mal zu sehen, links daneben übrigens voraus hier der Lokführer. Das ist einer meiner Gäste gewesen.
Ja, das Thema Gäste hatten wir ja immer mal. Ich will jetzt nicht so drauf eingehen. Es sollte eigentlich diesen Mittwoch ein Mittwochsvideo geben. Oder eigentlich schon vorigen Mittwoch. Und bei dieser Mittwoch jetzt, ich weiß ja nicht, wann ich das Video bringe. Ein bisschen. Also wir haben jetzt Samstag, den 16., ne? Wo ich jetzt das Video mache. Und das sollte es eigentlich ein so ein Mittwochsvideo geben. Ich habe da viermal angesetzt und immer entweder habe ich irgendwelchen Unsinn erzählt und habe mir dann gesagt, nee, das schneidest du jetzt nicht, das machst du neu. Und im letzten Versuch war dann durch Erkältung meine Stimme schon so kaputt, dass ich, das konnte ich euch nicht zumuten. Also das klang fürchterlich und da habe ich das alles, alle vier Videos, also das eine oder andere ich war schon gelöscht. Aber die letzten Videos, die habe ich alle gelöscht. Und ich muss mal sehen, dass ich jetzt irgendwie noch vor Weihnachten das noch in Reihe bringe. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ob ihr das schon gesehen habt oder nicht. Ja, wir fahren inzwischen hier in Holstedt ein. Ja, also in dem Mittwochsvideo sollte es ein bisschen auch um diese Frage Besucher gehen. Das ist ja immer mein Thema bei mir auf dem Kanal. Besucher beim Fremo ist ja nicht so einfach. Und da will ich jetzt nicht so viel erzählen, das hemmen wir uns dann für dieses Mittwochsvideo auf, was ihr vielleicht schon gesehen habt, während ihr jetzt diese Aufnahme seht. Wenn ich es hier heute am Samstag, den 16. Dezember, noch gar nicht gemacht habe. Ja, wir sind jetzt Holstedt am Bahnsteig vorbei, sind jetzt hier, also links von uns ist jetzt hier der Güterbereich, da ist momentan gähnende Leere, das liegt eventuell daran, dass der Fahrplan zu Ende ist. Gut, da stehen ein paar Wagen. So, im Fahrplan steht dann hier doch der eine oder andere Zug noch drin, der dann hier aufgelöst wird oder einfach nur hier stoppt und dann ein paar Wagen zu verlieren oder dazu zu bekommen, um dann weiter auf irgendeine der Nebenbahnen zu fahren. So, wir sind raus aus Holstedt und hier ist die letzte Weiche. Wenn der letzte Wagen drüber ist, kann man dann auch mal ein bisschen beschleunigen. Also beim Personenzug. Ja, hier mit dem Kamerawagen ist das jetzt nicht so optimal. Ja, auf der Hauptbahn war der Großteil der Module komplett fertig gestaltet. Ja, hier ist ein Loch, da ist eigentlich, gehört da was rein. Ja, das ist ja so ein Signalschacht. Da ist Reserve hinten auf den, Schränken. Also manche fahren ja richtig mit Modulschränken zum Treffen. Das ist ja auch immer mit LKW gekommen. Es kann sein, dass da die hier dazugehören. Und wenn dann irgendwas in dem Schrank drin ist, was da nicht eingesetzt wird, dann steht es halt hier irgendwo. Ich hatte auch zwei Module mit, die ich eigentlich nur als Reserve mitgenommen habe. Oder im Fall, dass irgendwas fehlt oder dass in der Planung irgendwo ein Problem gibt, aber das war alles perfekt. Also zumindest habe ich nicht mitgekriegt, was da
es irgendwo ein Problem gab. Ich habe ja zumindest den Ast, der zum Possentor führte, zum Teil mit aufgebaut. Was nicht so ganz einfach war, weil da jede Menge Zeug im Weg stand, was erst einmal weg musste, was zu irgendeinem anderen Bahnhof gehörte. Ja, und dann sind wir hier kurz vor Plagwitz. Mal ein Modul, was noch nicht gestaltet ist. In Warn ist das ja alles irgendwie mal auf modern umgestellt worden. Und das soll aber noch was, das soll aber noch mal geändert werden, sodass man da tauschen kann zwischen den modernen Epochen und den alten. Aber das muss eben noch gemacht werden, das ist auch alles nicht von heute auf morgen. Da gibt es dann auch im Schattenbahnhof Warn dann wieder Formsignale, die dann hier epochengerecht sind. Vielleicht gibt es sogar Länderbahnsignale, mal schauen. Also das Vorfeld des Schattenbahnhofs, muss man sagen, ist hier wirklich sehr schön gemacht. Da hat der Kollege sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das muss man mal loben. Das ist ja sonst bei Schattenbahnhöfen jetzt nicht unbedingt üblich. Ja, manchmal auch ein bisschen hinderlich, ne? Was der hier sieht man ja hier, das sind diese Aluprofile, da werden dann die Wappenkarten hingestellt. Und das ist natürlich blöd, wenn man dann jetzt hier anfängt, irgendwas zu gestalten. Wobei ich das auch schon gesehen habe. Also da gibt es dann tolle Kompromisse zwischen Schattenbahnhof und Gestaltung. Ja, hier haben wir dann noch ein bisschen sagen wir mal die Vorschau auf das nächste Video. Wir sind ja hier schon wieder fast rum. Wir haben einen Nebenbahnzug auf der Nebenbahn. Mit der Baureihe 78. Die Wagen sind, glaube ich, die ersten Einheitsbauarten, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wenn nicht, kriege ich wieder fürchterlich viel Protest in meinen Kommentaren. Aber dafür sind ja die Kommentare da, da könnt ihr das reinschreiben. Ja, wir sind hier in Kronwerk. Ja, und hier haben wir noch einen, eine Lok-Exoten. Das ist mal. Ja, das ursprüngliche Modell ist mal bei Trix erschienen, also Trix Fine Art. Das ist Baureihe 79 hier mit sächsischen Personenwagen. Ja, die Lok ist irgendwann mal in Sachsen konstruiert worden und hat einen sehr einzigartigen Antrieb, also die Zylinder. Die beiden Zylinder, die hier eigentlich wären, wurden zu einem zusammengefasst. Das heißt, die beiden Triebwerke sind miteinander verbunden. Das ist in Sachsen passiert, weil man, naja, eher mäßigen Erfolg mit irgendwelchen Mallet- und Meyer-Konstruktionen hatte. Und die erste und letzte Achse ist seitenverschiebbar. Das nennt sich Clean-Lindner-Antrieb. Und ja, es war erstmal eine tolle Konstruktion, war allerdings im Nachhinein, gab es da zwei Probleme. Das eine war diese Clean Lindner Hohlachse, die dort verbaut wurde, die hatte einen sehr großen Wartungsaufwand. Und das zweite war eben diese Verbindung dieser beiden Triebwerke.
Die Lok, die ließ sich fürchterlich schwierig indizieren, also einstellen, weil bei jeder kleinen Abnutzung, die da passierte, muss also sofort die Lok wieder eingestellt werden. Sie war vorgesehen für zwei Zwecke, einmal wie sie hier eingesetzt ist im Personenverkehr als Ergänzung für die Baureihe 75 und dann natürlich ähnlich ihres bayerischen Pendants, allerdings hatte die ja ein Mallet-Triebwerk, die Baureihe 96. Ja, die dann für den Steilrampenbetrieb zum Nachschieben vorgesehen war. Es wurden zwei Lokomotiven gebaut und die sind auch noch in der DAG angekommen, hatten aber da nicht das ewige Leben und sind also relativ früh ausgemustert worden. Man hat dann zumindest, weiß ich's von der Taranter Rampe, das dann entweder mit der Baureihe 58 oder mit der Baureihe 95 nachgeschoben wurde. So viel erstmal zu dem heutigen Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Da haben wir eine kleine Lokvorstellung gemacht am Schluss. Und ja, und dann schauen wir uns das nächste Mal die Nebenbahn an. Schönen Abend noch, macht was draus.